Haben Sie nicht zu lange gewartet und zugeschaut? War der Einsatz dann nicht zu zögerlich? Na, das war der Grund, warum die Versammlungsbehörde eigentlich ein Verbot für die Demonstration aussprechen wollte. Wenn sich mehrere 10.000 Menschen versammeln und dann eine Polizei mit rechtsstaatlichen Mitteln eine solche Demonstration auflöst, mehrere 10.000 Menschen, die widerwillig sind, dann dauert das mehrere Stunden. Es sei denn, sie gehen da mit gewisser Gewalt hinein, aber dann eskaliert die Situation. Sie haben Verletzte und Verletzte im Namen des Gesundheitsschutzes passt nicht. Und genau aus diesem Grund haben wir gesagt, es ist erwartbar, was heute passiert. Wie gesagt, Gerichtsentscheidung muss ich akzeptieren. Bereuen Sie denn aber auch, dass Sie Ihr Verbot auch damit begründet haben, bestimmten Gruppierungen keine Bühne bieten zu wollen? Ich meine, das Demonstrationsrecht, das gilt ja im Grundgesetz für jeden. Ja, das ist auch klar und das war in dem Verbotsbescheid der Versammlungsbehörde eben auch nicht enthalten. Das war eine saubere Argumentation, eine Abwägung zwischen Artikel 8 Versammlungsfreiheit und Artikel 2 des Grundgesetzes, Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das aber hat die Versammlungsbehörde haben Sie ja gesagt, Sie wollen nicht, dass man Ihnen auf der Nase rumtanzt. Und ich bin aber der Auffassung, dass ich auch eine klare politische Haltung haben muss. Denn dort haben sich heute nicht nur Menschen versammelt, die an einzelnen Entscheidungen der Regierung in Corona-Sachen Kritik üben, sondern an unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung insgesamt Zweifel hegen und die angreifen wollen. Und ich finde, dass man an dieser Stelle schon Haltung zeigen muss und auch eine wehrhafte Demokratie bleibt und sagt, worum es in der Sache geht. Und das habe ich in der Sache getan, unabhängig von dem Verbotsentscheid. Und das bereue ich nicht. Ich bin da mit mir im Reinen. Und das ist ja genau der Punkt, diese Haltung. Da haben Sie der Demokratie vielleicht nicht doch einen Bärendienst erwiesen? Denn das war doch Wasser auf die Mühlen all derer, die dann sagen konnten, ja, seht her, die wollen uns hier nur mundtot machen. Also wenn Sie die Bilder gesehen haben, sind die Menschen schon radikalisiert und die sind jetzt nicht wegen mir radikalisiert, sondern schon seit geraumer Zeit. Und ich sage Ihnen, gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte glaube ich nicht, dass es der Demokratie dient, wenn wir uns wegducken und keine Haltung zeigen und die gewähren lassen im Sinne der Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit gilt auch für uns Demokraten und wir müssen klar sagen, was richtig und was falsch ist und der Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland auch Orientierung geben. Und meine politische Haltung will ich an dieser Stelle nicht verschweigen. Diese Radikalisierung auch der bürgerlichen Mitte, die Sie da angesprochen haben, wie schätzen Sie das ein, wenn da Menschen offenbar kein Problem haben, mit offenen Rechtsradikalen durch die Straße zu ziehen? Ja, das ist eigentlich ein Paradox. Grüne Impfgegner gemeinsam mit Reichsbürgern und Rechtsextremisten auf der Straße und sonstige Esoteriker zusammen. Eigentlich gibt es keinen gemeinsamen Nenner. Der einzige gemeinsame Nenner ist die Unsicherheit in der Corona-Diskussion. Ich glaube, dass man das allein, diese Problematik allein nicht über Repression, über Polizei lösen kann, sondern dass es dort einen politischen Dialog braucht. Da scheint es ja einen Bruch zu geben zwischen diesen Menschen auf der Straße und der Politik. Was wollen Sie denn diesen politischen Dialog, wenn Sie es den braucht, wie Sie sagen, wie wollen Sie die dabei an Bord holen? Ich glaube, dass man beispielsweise mit Rechtsextremisten nicht diskutieren kann. Die haben ihre klare Haltung und auch Reichsbürger werde ich nicht überzeugen. Aber die Menschen, die zweifeln, die Corona-Maßnahmen in Frage stellen, denen deutlich zu machen und immer wieder Argumente auch vorzuzeigen, wie die wissenschaftliche Situation ist und deutlich machen und zu erklären, warum wir bestimmte Entscheidungen treffen, mit welchem Hintergrund, mit welcher Begründung, übrigens auch mit welcher Unsicherheit wir Entscheidungen treffen, denn auch wir können die Zukunft nicht vorhersagen, kann zumindest dabei dazu dienen, deutlich zu machen, dass da nicht eine Verschwörung am Werk ist, sondern dass Menschen versuchen, die Gesundheit anderer Menschen, auch die eigene Gesundheit zu bewahren. Das ist ja unser Ziel. Hallo und grüezi. Die Katze ist aus dem Sack. Die von den deutschen Medien verbreitete Einschätzung über die Zusammensetzung der gestrigen Berliner Großdemonstration ist tendenziös. Aus den im Netz geteilten Bildern und Videos ist klar ersichtlich, dass der überwältigende Anteil der Teilnehmer aus einer bunten Masse bestand, die sich schlicht und eindrucksvoll zum Grundgesetz bekannte, für Freiheit einsetzte und eine Beendigung des Pandemieregimes forderte. Das Unvermögen, die eigene Handlungsweise zu hinterfragen, zieht sich wie ein roter Faden durch die Politik der deutschsprachigen Länder und der unter deutscher Ratspräsidentschaft stehenden EU.
Frau Bundeskanzlerin, ich würde Sie ganz gerne zum deutsch-russischen Verhältnis fragen. Wir haben ja doch eine Reihe von Ereignissen, die einiges in einem anderen Licht erscheinen lässt. Ich nenne mal so kurz die Tiergartenmord, die Cyberattacke auf den Bundestag, mögliche Einflussnahme Russlands auf die Entwicklung in Belarus, die Vergiftung des oppositionellen Nawalny. Es gibt Stimmen, die sagen, man müsse deswegen die Politik gegenüber Russland ändern. Wollen Sie diese Politik ändern? Und wenn ja, was soll sich da ändern? Nein, das glaube ich nicht, dass wir sie ändern müssen, denn ich meine, ich kann Ihnen genauso viele Fälle aus der Zeit davor nennen, wenn ich an die Annexion der Krim denke, an die unsere Bemühungen nach wie vor in der Ukraine wenigstens mal einige Tage keine Toten zu haben, an die Frage des Skripal-Attentats. Also es ist etwas, was wir als durchgängige Linie ja doch sehen. Das belastet natürlich immer wieder das deutsch-russische Verhältnis, auch das europäisch-russische. Nicht umsonst haben wir im Zusammenhang mit der Ukraine auch Sanktionen. Und ich kann jetzt nur hoffen, ich war ja auch mit dem russischen Präsidenten darüber im Gespräch, dass gerade bei Weißrussland die Souveränität des Landes auch geachtet wird und die Menschen dort ihren Weg gehen können, wenngleich gestern auch gerade die das Wegfahren von Journalisten, die Einschränkung der journalistischen Freiheit natürlich zeigen, dass das alles andere als einfach ist. Wir haben immer trotzdem gesagt, wir müssen mit Russland im Gespräch bleiben. Es gibt eine Vielzahl von internationalen Themen, wenn ich an Syrien denke, wenn ich an Libyen denke, wo Russland auch über das direkte Verhältnis hinaus, das bilaterale Verhältnis hinaus, einfach ein geostrategischer Akteur ist, mit dem man im Gespräch bleiben muss. Und natürlich ist das Ziel nach wie vor von uns, gute Beziehungen zu haben. Russland ist ein Riesenland mit einer langen Geschichte, mit einer großen Kultur. Und dieser Spannungsbogen zwischen dem, was wir auf der einen Seite erleben und auf der anderen Seite eben auch immer das Gespräch zu suchen, der wird uns auch in den nächsten Monaten sicherlich begleiten. Dann haben wir zu diesem Thema auch eine Frage aus dem Digitalen. Herr Sentivani. Hier sitze ich, Frau Merkel. Der Kollege Filipov von der russischen Nachrichtenagentur TASS fragt, Russland soll nach Angaben von Putin eine Reservetruppe der Polizei für Weißrussland aufbauen. Darum habe ihn Präsident Lukaschenko gebeten, sagt Putin in einem TV-Interview. Wie bewerten Sie diesen Schritt? Ja, ich hoffe, dass eine solche Truppe nicht zum Einsatz kommt und dass, wie ich schon eben sagte, die Kräfte, die jetzt mutig auf die Straße gegangen sind, die Menschen, die Missstände benannt haben, dass sie das an Freiheitsmöglichkeiten haben, was wir für uns als selbstverständlich annehmen können. Demonstrationsfreiheit, Meinungsfreiheit, für all das muss gekämpft werden in Weißrussland und das ist das Anliegen der Menschen. Und das sollen sie eigenständig, ohne Einmischung von außen, aus jeder Richtung auch realisieren können. Das ist unser Wunsch. Das Resultat dieser auf der eigenen Ideologie basierten Politik widerspiegelt sich nicht nur in der heutigen verfahrenen Situation in der Ukraine wider. Weißrussland ist trotz den Beteuerungen von Kanzlerin Merkel keineswegs sicher vor westlicher Agitation und Beeinflussung. Die soeben von den EU-Innenministern verhängten Sanktionen gegen weißrussische Regierungsmitglieder strafen Merkels Nicht-Einmischungsversprechen einen halben Tag später bereits Lügen. Daher müssen die klaren Worte von Präsident Putin auch als eine unmissverständliche Warnung an den Westen verstanden werden, die da besagen, bis hierhin und nicht weiter. Der bestehende Beistandsvertrag zwischen Russland und Weißrussland zielt darauf ab, eine Wiederholung der Ereignisse des ukrainischen Maidan-Umsturzes in Weißrussland zu vermeiden. Über die Vorkommnisse in Belarus wurde auf diesem Kanal bereits ausführlich berichtet. Die Links findet ihr oben rechts bei der i-Ikone und im Videoabspann. Hören wir nun das vom russischen Journalisten Sergei Briljow mit Präsident Putin geführte, sehr aufschlussreiche Originalinterview mit deutscher Übersetzung. Der Tell benutzt seit 3 Jahren ExpressVPN. Diese VPN-Software ist enorm sicher und weder Google noch Netflix oder Amazon sind bei Normalgebrauch in der Lage, die virtuelle ExpressVPN-IP-Adresse als solche zu erkennen. Der Tell erhält eine Provision für jeden durch den im Videobeschreib angegebenen Link vermittelten neuen ExpressVPN-Kunden.
Resultat, ihr unterstützt den Tell und erhaltet gleichzeitig eine der stärksten VPN-Software auf dem Markt. Bei Abschluss eines Jahresabos mittels des angegebenen Links im Videobeschreib erhaltet ihr zusätzlich 3 Monate gratis. Но вот на экономику влияет не только сугубо экономические вещи, ну, та же нефть, мы ее упомянули, да, что уж там не прогнозировали, вернулось к 46, но и политика. К числу политических факторов относит, безусловно, Беларусь. Конечно. Мы видели множество сообщений о ваших телефонных переговорах с европейскими лидерами, но, как правило, это скупые сообщения кремлевской пресс-службы. Вы, в принципе, ни разу еще публично, ну, подробно не говорили о своем видении этой ситуации. Как вы относитесь к событиям в Беларуси? Вы знаете, на мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Беларуси, чем многие другие страны, европейские и американцы, и те же самые США. Но вот мы действительно достаточно объективно, на мой взгляд, всесторонне, с обеих сторон освещаем события, происходящие в Беларуси. И считаем, что это прежде всего дело самого белорусского общества, белорусского народа. Но нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это, ну, очень близкая, может быть, самая близкая к нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, в культурном, духовном, в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы прямых родственных связей. Теснейшая кооперация в промышленности. Но достаточно сказать, что, скажем, из всего объема импорта сельхозпродукции на российский рынок приходится 90 с лишним процентов. Того, что белорусы производят, идет сюда, да? Того, что они продают на экспорт. Вот. Ну и по другим направлениям тоже, скажем, в сельхозмашиностроении и так далее. Поэтому нам, конечно, не безразлично, что там происходит, но это прежде всего дело белорусского народа. И мы исходим из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно, без крайностей, найти выход. Конечно, если люди вышли на улицу, надо, все должны с этим считаться, слышать это, реагировать. Но, кстати говоря, президент Беларуси, ведь он и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой новой конституции. Но за рамки действующей конституции нельзя выходить. И вы обратили внимание, что Конституционный суд Беларуси вынес решение, что создание каких-то надконституционных, не предусмотренных основным законом страны органов, которые пытаются перехватить власть, абсолютно недопустимо. И с этим трудно не согласиться. Я посмотрел, что пишут за границей о Беларуси. И сейчас, кстати, не про идеологию, а просто про фактологию. Очень многие статьи за границей про белорусские события сопровождаются внизу справкой. Что это такое Беларусь? Где это? Ну, потому что для многих это где-то очень действительно далеко, в отличие от россиян. И, конечно, в России мы помним о событиях не только после выборов, но и до выборов. Ну, в частности, о 33 постояльцах пансионата «Белорусочка» российских граждан, которых задержали. Владимир Владимирович, на ваш взгляд, кто здесь в чей капкан попал? Ну, сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Людей, о которых вы сказали, в темную использовали для того, чтобы переместить на территорию Беларуси. Поставив перед ним совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, там, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности. Люди, повторяю еще раз, ехали на работу в третью страну. Их просто заманили туда, перетащили через границу. Наши пограничники-то их не выпускали, кстати говоря. Они же не могли въехать. Но по поддельным документам их фактически везли. Украинские спецслужбы? Операция — это украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Ну, некоторые участники этого процесса, ну или так наблюдатели, люди хорошо информированные, они даже не скрывают теперь это. Владимир, мне повезло, я считаю, в журналистской карьере. И у меня трижды были обстоятельные интервью с Александром Григорьевичем Лукашенко, но уж вы его знаете намного лучше. В этой связи я хотел вам процитировать
То, что Александр Григорьевич сказал после одного из созвонов с вами. Да, пожалуйста. Он сказал, что когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках союзного государства и ОДКБ, ну, то есть Организация договора о коллективной безопасности, и как раз эти моменты подходят под этот договор. А до этого он говорил о помощи Минску при первом запросе. Вот эти моменты, это что имеется в виду? Нет необходимости здесь что-то скрывать. Действительно, в рамках союзного договора, договора о союзном государстве и в рамках договора о коллективной безопасности ОДКБ, там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства, члены этих организаций, в том числе и союзного государства, там всего только два государства-участника, Россия и Беларусь, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ, и в защите стабильности. Там так и написано. Значит, в этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Беларусью. И Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. И когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее. Но мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет. И, надеюсь, ее не будет. И поэтому этот резерв мы не используем. Повторяю еще раз, мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Беларуси, будут решаться мирным путем. А если где-то есть нарушения со стороны кого бы то ни было, либо со стороны государственных органов власти, правоохранительных органов, либо со стороны тех, кто участвует в акциях протеста, если они выходят за рамки действующего закона, то и закон будет соответствующим образом на это реагировать. Ко всем закон должен относиться одинаково. Но если, может быть, объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Беларуси ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что. Посмотрите, что в некоторых странах происходит. Ну вот, посмотрите. Первые два дня, конечно, было не по себе многим. Вы знаете, я думаю, что по себе было, когда в некоторых европейских странах там люди гибли. Ну, чуть ли не каждый день. Лукашенко отказался от посредничества Макрона, сказав, что давай я тебе помогу желтыми жилетами. А разве по себе, когда в безоружного человека в спину стреляют ему, при том, что у него в машине еще трое детей сидят? Ну, разве кто-то из тех, кто сейчас ставит что-то в вину Белоруссии, белорусскому руководству, президенту Лукашенко, разве они осуждают эти акции? Я что-то ничего в этом смысле не видел. Почему такая избирательность? Это наводит на мысль о том, что дело не в том, что происходит в Беларуси, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам. Поэтому повторяю еще раз, все-таки в целом ситуация сейчас выравнивается, и я надеюсь, что все проблемы, а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицу не выходили, это совершенно очевидная вещь, что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами. Спасибо, Владимир Владимирович. Präsident Putins Worte sind unmissverständlich und es bleibt zu hoffen, dass die EU sich nicht zu weiteren unüberlegten Handlungen hinreißen lässt, denn die Bande zwischen Belarus und Russland sind tatsächlich viel stärker, als die EU-Führung es wahrhaben will. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ihr könnt die Arbeit von Tell durch eine PayPal-Spende oder durch ein ExpressVPN-Abo unterstützen. Ich freue mich auch über euren Daumen hoch, wenn ihr dieses Video teilt und den Tell the True Swiss Kanal abonniert. Bitte vergesst nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr kein Tell the True Swiss Video verpasst. Vielen Dank
und bis bald.